Hi Leute, jetzt ganz, ganz wichtig hier, Lavahound, das ist die neue Truppe bei Clash of Clans. Ich habe jetzt auch keine Facecam, weil ich muss das alles so schnell machen. Hier seht ihr sie, Level 3 Lavahound sieht so aus. Lavahound gibt es schon am Rathaus Level 9 und er greift Air Defense an. Das ist quasi wie so ein fliegender Golem und er greift immer die Air Defense an und wenn er stirbt, dann kommen ganz viele kleine brennende Lakaien mit sehr wenig Leben, aber es sind sehr viele und das ist einfach die krasseste Truppe, die ich jemals gesehen habe. Das ist so übel. Ich hoffe, dass ich einer der schnellsten bin, der diese Truppe zeigt. Clash of Clans hat das gepostet und hier seht ihr schon, er rennt. Er fliegt bis zur Air Defense und dann, wenn er stirbt, kommen ganz, ganz viele kleine und die können auch noch ziemlich viel Damage machen, wenn andere Truppen auch noch im Spiel sind. Und jetzt würde ich mal sagen, hier schauen wir uns einfach mal hier so einen Angriff auf eine ganz normale Base an mit 20 Ballonen, einen Drachen und zwei so Leverhounds. Jetzt ist die Taktik natürlich entweder den Leverhound als Panzer oder Tank halt vorzuschicken. Das heißt, er nimmt den ganzen Schaden und die Ballone kommen hinterher. Das heißt, die Ballone bekommen keinen Schaden ab von der Luftabwehr. Oder man schickt sie nach. Das ist die Frage. Auf jeden Fall hier, der Angreifer Chief Pat setzt zuerst die Leverhounds. Die nehmen erstmal den ganzen Damage von der Air Defense auf. Und dann kommen die Ballone nach. Erst jetzt sterben sie. Man sieht es ja, wenn die kleinen Lakaister da kommen, die brennen. Die machen auch noch richtig viel Damage. Überleben auch noch. Und es ist jetzt mit Air. Mit Lufttruppen einfach so einfach 50% in Rathaus zu holen in Champion Liga. Ich werde jetzt auch in Zukunft eine neue Playlist starten: Farming My Heroes to Level 40, also zu Road to Level 40 Heroes. Und da werde ich natürlich auch immer mit Air-Truppen angreifen. Und da ist das eine super Ergänzung für mich. Was ich auch hammer cool finde, dass es das schon für Rathaus 9 gibt. Das heißt, das ist auch was für euch, die nicht unbedingt Rathaus 10 sind. Es sind ja bestimmt auch welche von euch Rathaus 10. Aber es ist jetzt endlich mal auch was für Leute, die nicht schon Rathaus 10 haben und schon alles fast maximal. Genauso wie mit den Mauern mit Elixier upgraden. Das finde ich echt korrekt. Hier greift er zuerst die eine Luftabwehr mit dem Ballon an. Dann tut er hier seine Leverhounds vorsetzen. Die nehmen erstmal den Schaden weg. Und hier, das ist jetzt ein bisschen blöd. Sie gehen natürlich jetzt rüber bis zur anderen Air Defense. Das heißt, und hier sterben sie jetzt. Und hier die kleinen Leverhounds, die machen so viel Schaden hier. Schau mal, die Kaserne, die ist gleich down. Das ist sowas von krass. Also, schaut mal an. Die ganze Ecke ist gleich zerstört, nur von diesen kleinen Dingern. Und, also, hammergeile Truppe. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der haltet, wie ihr sie nutzen wollt. Wie ihr mit der angreifen wollt, wollt ihr die in Verbindung mit Drachen benutzen oder mit Ballone-Lakais? Ich finde es einfach ein Hammer-Teil, das Ding. Ich finde es cool, dass es die Leute auch für Rathaus 9 bekommen. Freut euch auf das Update. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen, dieses Video. Und ja, haut rein, subscribe my channel and. Okay, ciao. Sorry, dass ich so aufgeregt war, aber es ist einfach so. Ciao.